Willkommen zu FOP Finger Love Life Coding. Mein Name ist Nian Huing und heute bearbeiten wir die Hausübung Nummer 2 vom Wintersemester 2019-2020, welches sich mit den Grundzügen des Brettspiels Schach beschäftigt. Bevor wir mit den Aufgaben anfangen, verschaffen wir uns zuerst einen kurzen Überblick, was wir alles gegeben haben und machen müssen. Wir können sehen, dass sich jede Schachfigur im Package Chess Pieces befindet und jeweils von der Klasse Chess Piece ableitet ist. Und dies ist wiederum von der Klasse Robot abgeleitet. Jede Schachfigur besitzt eine Farbe, und zwar weiß oder schwarz, die wir mittels Chess Color herausfinden können. Der Konstruktor der Klasse Chess Piece legt eine Schachfigur an der Position XY mit der übergebenen Farbe an. Die Farbe können wir mittels GetColor abfragen. Nun kommen wir zu der eigentlichen Aufgabe. Wir müssen zwei Methoden namens GetMoveFields und GetAttackFields implementieren. Beide Methoden geben jeweils ein PointAway zurück. Die Funktionalität von GetMoveFields ist, dass die Methode alle Felder ausgibt, wohin sich die jeweilige Schachfigur von ihrer momentanen Position aus bewegen kann, ohne eine gegnerische Schachfigur zu schlagen. Die Funktionalität von GetFields hingegen ist, dass die Methode alle Felder ausgibt, wohin sich die jeweilige Schachfigur von ihrer momentanen Position aus bewegen kann, um eine gegnerische Schachfigur zu schlagen. Falls sich die Schachfigur von ihrer momentanen Position aus dem Spot bewegen oder keine gegnerische Figur schlagen kann, so gibt die Methode jeweils den Wert Null zurück. Was ist eigentlich ein Point? Die Klasse Point der Java Standard Bibliothek stellt einen Punkt mit einer x- und y-Koordinate dar. Mit Hilfe des Konstruktors der Klasse Point können wir einen neuen Punkt einer Koordinate x, y erstellen. Wir haben ebenfalls eine Klassenmethode getAllChessPieces in der Klasse ChessBoard gegeben, die uns alle auf dem Schachbrett befindlichen Schachfiguren in einem Array zurückgibt, wobei die Reihenfolge der Schachfiguren im Array bei jedem Methodenaufruf zufällig ist. Falls eine Figur geschlagen wird, so wird sie lediglich über die Methode turnOff ausgeschaltet, das heißt, sie befindet sich noch auf dem Schachbrett. Mittels der Methode isTurnedOff können wir den Status der Figur abfragen. Zu guter Letzt, wie können wir das Spiel starten? In der Klasse ChessBoard im Package Main können wir das Spiel ausführen. Wenn wir unten die Abbildung betrachten, dann sehen wir die Figur Dame. In der Farbe Grün und Rot sind jeweils alle Felder gekennzeichnet, die wir mittels GetMoveFields und GetAttackFields bestimmen können. Die Farbe Gelb zeigt uns die momentan ausgewählte Figur an. Nun kommen wir zu den Aufgabenstellungen. Wie ihr sehen könnt, werden wir alle Schachfiguren implementieren. Wir werden dann bei jeder Aufgabe nochmals die geltenden Regeln für die jeweiligen Figuren durchgehen. Bevor wir in den Code reinschauen und mit der Implementierung anfangen, möchte ich noch ein paar Worte zur Bearbeitungsreihenfolge sagen. Zuerst beginnen wir mit der H5 gefolgt von der H6 und anschließend fangen wir mit der H1 bis H4 an. Die Reihenfolge sieht also folgendermaßen aus. Wir fangen mit H5 und H6 an und dann die H1 und dann die H2 bis H4. Die Reihenfolge ist so ausgewählt, da der Bau als Einstieg für mich relativ komplex erscheint. Deshalb erschien mir der König sinnvoll, da die Methoden GetMoveFields und GetAttackFields gleich sind und es immer 8 mögliche Positionen gibt. Beim Springer trifft das gleiche Schema wie beim König zu, nur dass seine möglichen Positionen im Vergleich zum König unterschiedlich sind. Nun gehen wir zum Projekt über und sehen im Package Main die Klasse ChessBoard, mit der wir das Spiel ausführen können. Wenn wir das Programm ausführen, dann können wir sogar die GUI sehen. Jedoch haben die Schachfiguren bis jetzt noch keine Funktionalität. Jetzt schauen wir uns die Klasse CUtils an, welche wahrscheinlich für Utility-Funktionalitäten gebraucht wird. Als nächstes gehen wir zur Klasse ChessPiece, welche unsere Basisklasse für die Schachfiguren darstellt. Wir können erkennen, dass die Methoden GetMoveFields und GetAttackFields abstract sind und wir sie höchstwahrscheinlich in den jeweiligen Klassen für die Schachfiguren implementieren müssen. Jetzt bearbeiten wir die H5, welche sich mit dem König beschäftigt. Bevor wir anfangen, machen wir zuerst eine Skizze. Wir haben gegeben die Farbe und Position der Schachfigur. Wir suchen jeweils die Move- und Attack-Fields. Die Move- und Attack-Fields sind beim König gleich. Und zwar kann er zu allen unmittelbar angrenzenden Feldern ziehen. Wir markieren auf der Skizze, wohin sich der König bewegen kann. Die Farbe Grün steht jeweils für seine GetMoveFields und die Farbe Rot für seine GetAttackFields. Die möglichen Felder wären dann x-1, y-1, x, y-1,
x plus 1, y plus 1, x minus 1, y, x plus 1, y, x minus 1, y minus 1, x, y minus 1 und x plus 1, y minus 1. Der erste Ansatz von der Implementierung des Königs wäre, dass wir alle möglichen Positionen des Königs in einem Array speichern und mit einer Schleife über die Werte iterieren. Dabei prüfen wir, ob das Feld frei ist oder ob sich eine Figur darauf befindet. Da Move und Attack Phase gleich sind, machen wir in der Schleife eine Vorunterscheidung, um redundanten Code zu vermeiden. Ansonsten müssen wir den Code mehrfach schreiben. Wir gehen mal kurz unsere Idee anhand eines Beispiels durch. Auf der Skizze befindet sich der König an der Position 3,3. Wir bestimmen jetzt seine möglichen Move-Fields. Dazu erstellen wir eine Tabelle mit den Spalten Iteration, Array-Wert und die zu prüfende x- und y-Koordinate. Wenn wir die Array-Werte jeweils mit der x- und y-Koordinate summieren, kriegen wir die Felder raus, die wir überprüfen wollen. Für die erste Iteration mit den Array-Werten des 1 und 1 kriegen wir für die x- und y-Koordinate jeweils 2 und 4 raus. Für die zweite Iteration für den Array-Wert 0 und 1, 3 und 4 und für die dritte Iteration 1 und 1 kriegen wir 4 und 4 raus. Und das machen wir für jeden weiteren Array-Wert. Wir markieren mal kurz die Array-Werte, um das zu verdeutlichen. Folgende Probleme können bei der Implementierung auftauchen. Die Größe des Arrays ist nicht dynamisch, das heißt, das Array hat eine feste Größe. Um das Problem zu umgehen, müssen wir zuerst die Größe des Arrays bestimmen, anschließend das Array mit Werten befüllen. Das nächste Problem ist, dass wir überprüfen müssen, ob ein Feld frei ist oder nicht. Dazu würde ich vorschlagen, dass wir eine Hilfsmethode in der Klasse cUtils anlegen, die dies für uns erledigt. Dabei müssen wir folgende Fälle beachten. Feld ist außerhalb des Schachbrettes, Feld ist frei, auf dem Feld befindet sich ein Verbündeter und auf dem Feld befindet sich ein Gegner. Wir erstellen in der Klasse cUtils eine Klassenmethode, welche drei Parameter erhält. Die x- und y-Koordinate, die Schachfigur selbst und sie gibt für die vorher besprochenen Felder jeweils einen Int-Wert zurück. Die Methode prüft, ob sich auf der Koordinate eine Schachfigur befindet oder ob die Koordinate nicht auf dem Schachbrett ist. Der Parameter ChessPiece dient lediglich zur Überprüfung, falls auf dem Spielfeld eine Schachfigur befindet, ob es sich um einen Verbündeten oder Gegner handelt. Ich wiederhole nochmal die Fälle. Die Methode gibt minus 1 zurück, falls das Feld außerhalb des Schachbrettes ist, 0, falls das Feld frei ist, 1, falls auf dem Feld sich ein Verbündeter befindet, und 2, falls sich auf dem Feld ein Gegner befindet. Der allgemeine Rückgabewert ist 0 und steht für Feld ist frei. Dieser Fall tritt ein, als keines der anderen Fälle zutrifft. Nun beschäftigen wir uns mit dem Fall, dass das Feld außerhalb des Brettes ist. Das tritt ein, falls die x- oder y-Koordinate negativ ist, oder die x-Koordinate größer gleich die Breite des Schachbrettes ist, oder die y-Koordinate größer gleich die Höhe des Schachbrettes ist. Wir haben hier größer gleich, da die Größe des Schachbrettes von 0 bis Größe minus 1 geht. Für die zwei verbliebenen Fälle müssen wir alle Schachfiguren auf dem Schachbrett überprüfen, ob sich eine Figur möglicherweise auf der angegebenen Koordinate befindet. Wir machen eine Vorunterscheidung anhand einer If-Abfrage, die überprüft, ob eine Schachfigur auf der gegebenen Koordinate befindet. Wir müssen beachten, dass eine geschlagene Figur sich trotzdem noch auf dem Brett befindet und lediglich ausgeschaltet wird, weshalb wir zusätzlich prüfen müssen, ob die Figur an ist. Nun müssen wir nur noch unterscheiden, ob es sich um einen Verbündeten oder Gegner handelt. Das kriegen wir ganz leicht anhand der Farbe der Figur raus und geben 1 zurück, falls es sich um einen Verbündeten handelt, ansonsten 2. Wir machen wieder eine Vorunterscheidung, die Farbe der Schachfigur auf dem Schachbrett mit der übergebenen Figur überprüft. Falls die Farben gleich sind, so handelt es sich um einen Verbündeten, ansonsten um einen Gegner. Somit ist unsere Methode zur Überprüfung eines Schachfeldes fertig. Wir implementieren nun den König. Um redundanten Code zu sparen, erstellen wir eine Hilfsmethode, welche als Parameter einen boolischen Wert bekommt und somit entscheidet, ob die Methode jeweils die Move- oder Attack-Fields berechnen soll. Sie gibt dabei alle möglichen Felder zurück, abhängig, was gefordert ist. Ist der Wert false, so gibt die Methode alle möglichen Felder für Move-Fields zurück. Ansonsten gibt sie für true alle möglichen Felder für Attack-Fields zurück. Was wir als erstes brauchen, ist das Array, welche alle möglichen Positionen enthält, wo der König möglicherweise ziehen kann.
Dazu legen wir uns ein zweidimensionales Array für die x- und y-Koordinate an. Das Array besteht aus allen unmittelbar angrenzenden Feldern des Königs, das heißt insgesamt 8 mögliche Felder. Wir benötigen nun eine Variable, die uns angibt, wie groß das Array sein muss, da die Größe des Arrays nicht dynamisch ist. Dazu legen wir uns eine Variable Length mit dem Wert 0 an. Wir legen uns ebenfalls zwei Variablen für die ursprüngliche x- und y-Koordinate an, damit wir sie nicht jedes Mal abfragen müssen. Als nächstes erstellen wir eine Schleife, die über alle Array-Werte durchläuft. Die Schleife ist für die Bestimmung der Größe des Arrays zuständig. Wir legen uns zwei Variablen für die Berechnung der x- und y-Koordinate an. Dazu benötigen wir die ursprüngliche Koordinate summiert mit den jeweiligen Array-Werten. Nun brauchen wir eine Vorunterscheidung, um zu entscheiden, ob wir Move oder Attack Width berechnen wollen. Wir erhöhen die Variable Length um 1, weil sich auf der zu prüfenden Koordinate ein Gegner befindet. Mit Hilfe von CheckField können wir dies überprüfen. CheckField gibt den Wert 2 zurück, falls sich ein Gegner auf der Koordinate befindet. Für MoveFills muss die Methode CheckField den Wert 0 zurückgeben, damit wir wissen, ob das Feld frei ist. Somit sind wir mit der Hälfte der Implementierung fertig. Wir können nun das Array anlegen. Wir beachten jedoch den Fall, falls es keine möglichen Felder gibt, so soll der Wert null zurückgegeben werden. Dies tritt nur auf, falls Length den Wert 0 hat. Wir benötigen eine Variable, die uns angibt, wo wir die Elemente im Array speichern möchten. Dazu legen wir eine Variable namens Index mit dem Wert 0 an, die uns angibt, wo wir das nächste Element im Array speichern werden. Wir tasten uns jetzt an die zweite Hälfte der Implementierung ran. Dazu kopieren wir den Code zur Bestimmung der Größe des Arrays und müssen diejenigen Stellen anpassen, die die Größe des Arrays berechnet haben. Statt nun die Variable Length zu erhöhen, erstellen wir einen neuen Point und fügen den in das Array ein. Anschließend müssen wir die Variable Index erhöhen, was uns die nächste freie Stelle des Arrays angibt. Was wir noch ergänzen müssen, ist, dass wir die Schleife direkt abbrechen können, falls wir alle möglichen Felder gefüllt haben. Das heißt, unsere Variable Index, welche den aktuellen Index des Arrays darstellt, auf die letzte Position des Arrays zeigt. Das gleiche machen wir auch für GetMoveFields. Zu guter Letzt muss das Array zurückgegeben werden und wir sind fertig. Wir haben jetzt unsere erste erfolgreiche Schachfigur implementiert und können die nun in der Klasse Chessboard testen. Wir können leider den König nicht fortbewegen, da die Bauern den Weg blockieren. Deshalb platzieren wir kurz den König an einer anderen Koordinate, um seine Funktionalität zu testen. Wir können sehen, dass die Funktionalität von GetMoveFields und GetAttackFields funktionieren. Als nächstes implementieren wir den Springer. Bevor wir wieder anfangen, machen wir zuerst eine Skizze. Wir haben gegeben Farbe und Position der Schachfigur. Wir suchen jeweils die Attack- und MoveFields. Die Move-Attackfields sind beim Springer gleich. Und zwar kann er sich zwei Felder horizontal und dann ein Feld vertikal oder umgekehrt bewegen. Der Springer ist die einzige Figur, die über andere Figuren springen kann. Wir markieren auf der Skizze, wohin sich der Springer bewegen kann. Wie der König hat der Springer ebenfalls 8 mögliche Move- und Attack-Fields. Die möglichen Felder wären dann x-1, y+2, x+1, y+2, x-2, y plus 1, x-2, y minus 1, x plus 2, y plus 1, x plus 2, y minus 1, x minus 1, y minus 1 und x plus 1, y minus 2. Wir verwenden den gleichen Ansatz wie beim König, mit der Berücksichtigung, dass das Array andere Werte enthält, da beide Figuren die gleiche Move- und Attack-Fields besitzen, aber sich lediglich durch deren Positionen unterscheiden.
Wir gehen kurz mal unsere Idee anhand eines Beispiels durch. Auf der Skizze befindet sich das Springen an der Position 3-3. Wir bestimmen jetzt seine möglichen Move-Fields. Dazu erstellen wir eine Tabelle mit den Spalten Iteration, Away-Wert und die zu prüfende X- und Y-Koordinate. Wenn wir die Away-Werte jeweils mit der X- und Y-Koordinate summieren, kriegen wir die Felder raus, die wir überprüfen wollen. Für die erste Iteration unter dem Away-Wert minus 1, 2 kriegen wir für die X- und Y-Koordinate jeweils 2 und 5 raus. Für die zweite Iteration 4 und 5, für die dritte Iteration 1 und 4. Und das machen wir für jeden weiteren Away-Wert. Wir werden gleich die berechneten Werte in der Skizze wiederfinden. Zur Verdeutlichung hebe ich die Away-Werte hervor und anschließend gehen wir zur Implementierung über. Als nächstes implementieren wir den Springer. Da der Ansatz gleich wie beim König ist, mit der Berücksichtigung, dass das Array andere Werte enthält, können wir einfach die Implementierung des Königs kopieren und das Array anpassen. Anschließend sind wir dann fertig. Das Array ist gleich groß wie beim König. Also 8 mögliche Positionen hat der Springer bei seinen Move- und Attack-Fields. Wir gehen jetzt zu der Klasse Chessboard und führen das Spiel aus, um zu überprüfen, ob unser Springer korrekt funktioniert. Wir überprüfen, ob die Funktionalität unserer Implementierung korrekt funktioniert und können erkennen, dass die Move- und Attack-Fields keine Probleme aufweisen. Jetzt implementieren wir den Bauer. Bevor wir wieder anfangen, machen wir zuerst eine Skizze. Wir haben gegeben die Farbe und Position der Schachfigur. Wir suchen jeweils die Move- und Attack-Fields. Die Move- und Attack-Fields sind beim Bauer unterschiedlich und wir müssen zusätzlich auf die Farbe achten, da ein weißer Bauer auf dem Brett hochläuft und ein schwarzer Bauer auf dem Brett runter. Der Bauer kann sich einen Schritt vorwärts bewegen. Falls er sich auf der Startposition befindet, kann er einen zusätzlichen Schritt machen, wenn der erste Schritt nicht blockiert ist. Zum Schluss sein Angriff. Der Bauer kann jeweils diagonal vorwärts angreifen. Das heißt insgesamt 2 mögliche Felder. Wir markieren auf der Skizze, wohin sich der Bauer bewegen kann. Der Bauer ist die einzige Figur, bei der die Move- und Attack-Fields nicht gleich sind und ebenfalls die Farbe der Figur eine Rolle spielt. Die möglichen Felder wären dann für den weißen Bauern nehmen wir Plus und für den schwarzen Bauern Minus, weil wir beachten müssen, dass der weiße Bauer auf den Schachbrett hochläuft und der schwarze Bauer runter. Für die Move-Felds X und Y plus minus 1, X und Y plus minus 2, falls der Bauer sich auf der Startposition befindet und der erste Schritt nicht blockiert ist. Für Attack jeweils X minus 1 und Y plus minus 1 und X plus 1 und Y plus minus 1. Wir sehen, dass wir für die Move nur die Y-Koordinate benötigen und für Attack beide Koordinaten. Die Y-Koordinate hat mindestens den Wert 1 in beiden Fällen. Der erste Ansatz für die Abgabe wäre in diesem Fall, dass wir für die X-Koordinaten ein Array anlegen, das wir später für die Bestimmung der Attack-Fields benötigen. Für die Y-Koordinate legen wir eine Variable mit dem Wert 1 an. Wir benötigen ebenfalls ein Indiz, um zu wissen, ob der Bauer bei der Bestimmung der Move-Fields 2 Schritte tätigen kann. Dazu legen wir uns ebenfalls eine Variable an, die uns angibt, wie viele mögliche Felder der Bauer haben kann. Wir gehen kurz mal unsere Idee anhand eines Beispiels durch. Auf der Skizze befindet sich der Bauer an der Position 3-1. Wir bestimmen jetzt seine möglichen Move-Fields, welche nur die Y-Koordinate benötigen. Dazu erstellen wir eine Tabelle mit den Spalten Zähler i, Variable für die Y-Richtung, die uns angibt, in welche Richtung der Bauer laufen kann, und die zu prüfenden X- und Y-Koordinate. Die Formel zur Bestimmung der zu prüfenden Y-Koordinate sieht folgendermaßen aus. Ursprüngliche Y-Koordinate plus Variable für Y-Richtung mal in Klammer i plus 1. Wir nehmen hier i plus 1, da der Zähler bei 0 beginnt. Für den Zähler i gleich 0 kriegen wir für X- und Y-Koordinate jeweils 3 und 2 raus. Für den Zähler i gleich 1 kriegen wir für x- und y-Koordinate 3 und 3 raus. Wir beachten hierbei, dass die zweite Iteration nur möglich ist, falls der Bauer sich auf der Startposition befindet und der erste Schritt nicht blockiert ist.
Im Anschluss bestimmen wir seine Attack Fields, welche beide Koordinaten benötigen. Dazu erstellen wir eine Tabelle mit den Spalten Iteration, Array-Wert für die x-Richtung, Variable für die y-Richtung und die zu prüfenden x- und y-Koordinaten. Wenn wir nun für die erste Iteration Array-Wert für die x-Richtung minus 1 und Variable für die y-Richtung 1 einsetzen, kriegen wir jeweils für x und y den Wert 2 und 2 raus. Für die zweite Iteration setzen wir 1 und 1 ein und kriegen für x und y 4 und 2 raus. Jetzt beginnen wir mit der Implementierung des Bauern. Wir nehmen den Code vom König als Vorlage und passen ihn an. Wie schon vorher erwähnt, erstellen wir ein Array für die x-Koordinate und eine Variable mit dem Wert 1 für die y-Koordinate, die uns angibt, in welche Richtung der Bau sich fortbewegt. Wir benötigen des Weiteren eine Variable, die uns angibt, wie viele mögliche Felder es geben kann. Die Variable hat zu Beginn den Wert 1. Ebenfalls benötigen wir die Farbe der Figur, um zu entscheiden, ob sich der Bau auf dem Brett runter oder nach oben fortbewegt. Wir benötigen die Farbe auch für die Identifikation der Startposition des Bauern. Attack Fields hat immer zwei mögliche Felder, dass er possible den Wert 2 haben sollte. Bei MoveFields müssen wir herausfinden, ob sich der Bauer auf der Startposition befindet. Falls das stimmt, so hat der maximal zwei mögliche Schritte, die er ausführen kann. Die Startposition ist beim weißen Bauer von unten die zweite Reihe, das heißt Index 1. Und beim schwarzen Bauer von oben des Schachbrettes ebenfalls die zweite Reihe, also Index 6. Was wir jetzt noch benötigen, ist, dass sich der schwarze Bauer nach unten bewegt. Dazu legen wir uns eine If-Abfrage an, die die y-Richtung auf minus 1 setzt, falls die Farbe des Bauern schwarz ist. Nun müssen wir die eigentliche Aufgabe implementieren, also die Berechnung der Größe des Arrays als auch die Bestimmung der möglichen Felder. Nun müssen wir die eigentliche Aufgabe implementieren, also die Berechnung der Größe des Arrays als auch die Bestimmung der möglichen Felder. Wir erstellen zwei Variablen, die für die Berechnung der zu prüfenden Koordinaten zuständig sind. Wir benötigen hier ebenfalls eine Farbunterscheidung, ob wir die Attack oder Move jetzt bestimmen wollen. Für Attack Fields benötigen wir die x-Koordinate des Arrays und die Variable für die y-Richtung, da der Bauer immer diagonal vorwärts angreifen kann. Nun prüfen wir, ob sich auf dem Feld ein Gegner befindet und erhöhen unsere Variable Length, falls dies zutrifft. Die Methode CheckField gibt uns dann 2 zurück, falls sich ein Gegner auf dem Feld befindet. Anschließend kümmern wir uns um die MoveFields, welche nur die y-Richtung benötigt. Anhand der Schleife können wir bestimmen, ob der Bauer 1 oder 2 Schritte tätigen kann. Falls das Feld frei ist, so wird die Variable Length verhöht. Falls das Feld nicht frei ist, so können wir daraus schlussfolgern, wenn der Bauer einen weiteren Schritt tätigen kann, dass dieser nicht möglich ist und brechen die Schleife direkt ab. Wir sind nun mit der Bestimmung der Größe des Arrays fertig und müssen jetzt nur noch das Array befüllen. Dazu kopieren wir unseren Code für die Bestimmung der Größe des Arrays und passen die Stellen an, die für die Bestimmung der Größe zuständig waren. Statt die Größe zu berechnen, erstellen wir einen neuen Point und fügen diesen in das Array ein. Was wir noch ergänzen müssen, ist, dass wir die Schleife direkt abbrechen können, falls wir alle möglichen Felder gefüllt haben, das heißt unsere Variable Index, welche den aktuellen Index des Arrays darstellt, auf die letzte Position des Arrays zeigt. Wir sind nun mit der Implementierung fertig und können in der Klasse Chessboard unser Ergebnis testen. Wir testen zuerst die Move und dann die Attack Fields. Dabei beachten wir, dass der Bauer nur auf seiner Startposition 2 Schritte tätigen kann. Wir können erkennen, dass unsere Implementierung einwandfrei funktioniert. Nun implementieren wir den Turm.
Bevor wir wieder anfangen, machen wir uns zuerst eine Skizze. Wir haben gegeben die Farbe und Position der Schachfigur. Wir suchen jeweils die Move Attack Fields. Die Move Attack Fields sind beim Turm gleich. Und zwar kann er horizontal und vertikal beliebig weit ziehen, ohne jedoch über andere Figuren zu springen. Wir markieren auf der Skizze, wohin sich der Turm bewegen kann. Auf der Skizze können wir sehen, dass der Turm beliebig weit ziehen kann, solange keine Figur im Weg steht. Falls eine gegnerische Figur im Weg steht, so ist diese Konate ein mögliches Attack Field. Das Problem beim Turm ist, dass er beliebig weit ziehen kann, weshalb der erste Ansatz wäre, dass wir einen Zähler einrichten, welcher bei 0 beginnt und so lange implementiert wird, bis die Figur auf eine andere Figur stößt. Die möglichen Felder wären dann die Richtung x und y plus i, x plus i und y, x und y minus i und x minus i und y. Wir verwenden einen ähnlichen Ansatz wie beim König und Läufer. Wir haben zusätzlich eine weite Schleife, die alle möglichen Felder durchläuft, bis wir auf eine Figur stoßen. Wir gehen kurz mal unsere Idee anhand eines Beispiels durch. Auf der Skizze befindet sich der Turm an der Position 3-3. Wir bestimmen jetzt seine möglichen Move-Fields. Dazu erstellen wir eine Tabelle mit den Spalten Iteration, Array-Wert, Zähler i und die zu prüfenden x- und y-Koordinate. Die Formel für die Bestimmung der Felder sieht folgendermaßen aus. Ursprüngliche Koordinate plus in den Klammer Array-Wert mal in der Klammer i plus 1, Klammer zu. Die plus 1 kommt daher, dass der Zähler bei 0 beginnt. Wenn wir nun die Tabelle erstellt und die jeweiligen Iterationen ausgefüllt haben, dann setzen wir jeweils den Array-Wert und Zähler i ein und erhalten beispielsweise für die erste Iteration für x und y jeweils 3 und 4, für die zweite 3 und 5 und für die dritte 3 und 6. In der Tabelle markiere ich mit Gelb die Array-Werte, wo wir sie jeweils verwenden, und mit Grün die Iteration, damit man es besser nachvollziehen kann. Wir beginnen nun mit der Implementierung. Als Vorlage nehmen wir unseren Code aus der Klasse des Königs und fügen es in die Klasse des Turms ein. Was wir zuerst anpassen müssen, ist das Array. Wir nehmen die Werte, die wir vorher für den Turm bestimmt haben. Der restliche Code-Teil bleibt fast identisch. Wir müssen nur noch unsere Schleife anpassen. Wir schreiben unseren Zähler i, welcher bei 0 beginnt und so lange inkrementiert wird, bis die Figur auf eine andere Figur stößt. Der Sinn der Schleife ist, dass wir in der Schleife alle möglichen Felder in einer Richtung bestimmen. Wir legen uns Variablen an, um die zu prüfenden x- und y-Koordinaten zu berechnen. Die bestehen jeweils aus der ursprünglichen Koordinate plus Array-Wert mal Klammer i plus 1. Nun benötigen wir die V-Unterscheidung, ob es sich um die Bestimmung der Attack- oder Move-Fields handelt. Mit Hilfe der Methode checkField können wir überprüfen, ob sich ein Gegner auf dem Feld befindet. Ist das Feld jedoch außerhalb des Brettes oder ist das Feld von einer verbündeten Figur blockiert, so können wir nicht weiter in diese Richtung suchen, da der Turm nicht über Figuren springen kann. Ansonsten, falls sich auf dem Feld ein Gegner befindet, so wissen wir, dass wir ein gültiges Feld zum Angreifen gefunden haben und erhöhen unsere Variable Length um 1. Und können die Schleife direkt abbrechen. Somit sind wir mit dem Attack Fields fertig und gehen nun zum Move Fields hinüber. Wir prüfen nun, ob das Feld frei ist und erhöhen anschließend unsere Variable Length um 1. Ist das Feld nicht frei, so können wir in diese Richtung keinen weiteren Schritt machen und brechen unsere Schleife ab. Somit sind wir mit der Bestimmung der Größe des Arrays fertig und müssen jetzt nur noch das Array mit Werten befüllen. Wir kopieren unsere Schleife und müssen es um ein paar Stellen anpassen. Anstatt die Variable Length zu erhöhen, erstellen wir einen Point und fügen diesen in unser Array ein. Das gleiche machen wir für Move Fields. Was wir noch ergänzen müssen, ist,
dass wir die Schleife direkt abbrechen können, falls wir alle möglichen Felder gefüllt haben. Das heißt, unsere Variable Index, welche den aktuellen Index des Arrays darstellt, auf die letzte Position des Arrays zeigt. Das war's dann auch mit dem Hintergrund des Turms. Wir gehen jetzt zu der Klasse Chessboard und führen das Spiel aus, um zu überprüfen, ob unser Turm korrekt funktioniert. Wir testen erneut zuerst die Move Fields und dann die Attack Fields und können erkennen, dass unsere Implementierung einwandfrei funktioniert. Als nächstes implementieren wir den Läufer. Bevor wir wieder anfangen, machen wir zuerst eine Skizze. Wir haben gegeben Farbe und Position der Schachfigur und wir suchen jeweils die Move Attack Fields. Die Move Attack Fields sind beim Läufer gleich. Und zwar kann er diagonal beliebig weit ziehen, ohne jedoch über andere Figuren zu springen. Wir markieren auf der Skizze, wohin sich der Läufer bewegen kann. Wir markieren auf der Skizze, wohin sich der Läufer jeweils bewegen kann. Wenn wir die Abbildung betrachten und jeweils den Move und Attack Fields des Läufers beobachten, dann können wir eine Ähnlichkeit zum Turm erkennen. Dasselbe Problem wie beim Turm ist, dass der Läufer beliebig weit ziehen kann. Deshalb der erste Ansatz wäre, dass wir einen Zähler einrichten, welcher bei 0 beginnt, solange inkrementiert wird, bis die Figur auf eine andere Figur stößt. Die möglichen Felder wären dann x-i, y-i, x-i und y+i, x+i, y+i und x+i, y-i. Wir gehen kurz mal unsere Idee anhand eines Beispiels durch. Auf der Skizze befindet sich der Läufer an der Position 3,3. Wir bestimmen jetzt seine möglichen Move Fields. Die Formel kennen wir schon bereits beim Turm. Die Formel für die Bestimmung der Felder sieht folgendermaßen aus. Ursprüngliche Koordinate plus in Klammer Array-Wert mal Klammer auf Zähler plus 1 Klammer zu. Wenn wir nun in die Tabelle sehen und für die jeweilige Iteration den Array-Wert und den Zähler i einsetzen, erhalten wir für x und y bei der ersten Iteration 4 und 4 raus, für die zweite Iteration 5 und 5, für die dritte Iteration 6 und 6. In der Tabelle markiere ich erneut mit grün die Array-Werte, wo wir es jeweils verwenden, und mit Gelb die Iteration, damit man es besser nachvollziehen kann. Jetzt beginnen wir mit der Implementierung des Läufers. Da der Ansatz gleich wie beim Turm ist, mit der Berücksichtigung, dass das Array andere Werte enthält, können wir einfach die Implementierung des Turms kopieren und das Array anpassen. Anschließend sind wir dann fertig. Wir tragen hierzu die Array-Werte des Läufers ein. Die Array-Werte sind jeweils die diagonalen Richtungen. Wir gehen jetzt zu der Klasse Chessboard und führen das Spiel aus, um zu überprüfen, ob unser Läufer korrekt funktioniert. Wir testen erneut zuerst die Move und dann die Attack Fields und können erkennen, dass unsere Implementierung einwandfrei funktioniert. Zu guter Letzt müssen wir nur noch die Dame implementieren. Die Dame ist eine Kombination des Turms und Läufers. Das heißt, sie kann horizontal, vertikal und diagonal beliebig weit ziehen, ohne jedoch über andere Figuren zu springen. Abschließend müssen wir nur noch die Dame implementieren. Dazu müssen wir lediglich die Array-Werte des Turms und Läufers kombinieren. Das heißt, wir gehen zuerst in die Klasse des Turms und kopieren den Code. Anschließend gehen wir in die Klasse des Läufers und kopieren seine Array-Werte und hängen sie ans Array der Dame dran. Sind wir fertig, so gehen wir zum letzten Mal in die Klasse Chessboard und führen das Spiel aus, um zu überprüfen, ob unsere Dame korrekt funktioniert. Wir testen im Programm, ob die Move und Attack Fields korrekt funktionieren und erkennen, dass die Dame die Funktionalität des Turms und Läufers kombiniert.